Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von ARK Survival Evolved, meine Abenteuer auf der Island. Und ja, wir haben sich ja in der letzten Episode ein Artefakt geholt, und zwar habe ich die ganze Zeit gesagt, das Artefakt des Cleveren, aber eigentlich ist das Artefakt des Schlauen, die englische Bezeichnung ist Artefakt of the Clever. Also man verzeiht mir das bitte, der Titel ist aber eh richtig mit Artefakt des Schlauen, also keine Panik. Wir kümmern uns jetzt um das dritte Artefakt, was wir für die Brutmutter brauchen. Und zwar ist das das Artefakt des Massiven, das sich in der Lava-Höhle befindet, in der Lava-Cave. Die ist ganz, ganz einfach zu finden. Jetzt habe ich schon wieder so ein Heilmittel gesoffen, weil ich die ganze Zeit das Fernglas wegtun bin, da ich depp. Ich verbrauche die ganzen Heilmittel, bevor ich überhaupt in der Höhle drin bin. Ja, was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Ich nehme natürlich wieder mit Munition. Ich nehme ein Zelt mit. Ich nehme Heilmittel mit, von denen ich schon wieder die Hälfte weggesoffen habe. Ich nehme mir medizinisches Gebräu mit. Und diesmal nehme ich mir ein anderes Reittier mit. Denn ich möchte ja auch ein bisschen einen Spaß haben. Ich war gestern am Abend dann noch geschwind im Eisbiom, im Schneebiom, und habe natürlich wieder Pinguine geklopft, um mir meine Rüstung zu reparieren. Jetzt ist natürlich auch schon wieder dunkel geworden, das ist natürlich ganz kacke. Aber ich zeige euch einfach die Koordinaten, wo sich die Höhle befindet. Im Prinzip ist sie ganz simpel zu finden, denn die ist an einer Stelle, die so gut wie jeder ARK-Spieler oder jeder Spieler auf der Island gut kennt. Denn auf jedem offiziellen Server wird um diese Location meistens gebettelt, um eine Base dort zu bauen. Bei uns ist es auch der Fall am Server. Bei uns hat sich ein Tribe-Kollege von mir dort seine kleine Base hingebaut. Und zwar befindet sich das hier in dieser Einbuchtung in der Nähe der Pflanzenfresserinsel. Die sieht man hier vielleicht ganz leicht drüben. Jedenfalls ist hier diese Einbuchtung, und da hat sich natürlich auch mein Kumpel herbaut mit all seinen Dinos, die er von allen möglichen Plätzen mitgenommen hat. Ich zeige euch mal ganz geschwind, wo der Eingang da ist. Der ist nämlich hier an der Wand versteckt. Hier ist der Eingang zur Höhle. Die Koordinaten davon sind 70,6 zu 86,1. Also, ja. Wenn wir auf der Karte schauen, auf der Karte befinden wir uns hier ganz am Rand. Wie gesagt, wenn es Tag wäre, wäre es natürlich einfacher, aber es ist hier so eine richtig riesengroße Einbuchtung. Wie eine Lagune am Strand. Und wie gesagt, hier hat sich ein Kumpel von mir herbaut mit all seinen Sauriern und was weiß ich alles. So, ich werde jetzt einmal meinen Saurier da rauslassen. Und ja, ich lasse den Pokéball lieber bei mir. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem jetzt da reinkomme. Aber es ist ein Velonasaurus oder Velanosaurus. Wie heißt denn du jetzt eigentlich wirklich? Ich merke mir das nicht. Velonasaurus, ja, ganz genau. Ich habe mir auf Extinction, ist auf einem meiner Extinction-Videos zu sehen, ein paar von diesen coolen Saurier organisiert, gezähmt und natürlich gezüchtet. Und dementsprechend ist das jetzt auch schon eine Nachzucht. Genau, von der Velonica und vom Velon Musk. Was sonst? Gut, dann gehen wir da mal rein. Ich hoffe, wir kommen da wirklich. Nein, nicht Schussmodus. So. Ich hoffe, wir kommen da mit dem jetzt einfach so locker rein. Ja, sensationell. Denn der Vorteil bei diesem Dino ist, dass er ballern kann wie eine Gatling Gun. Und ja, das möchte ich natürlich ausnutzen. Hier haben wir wieder Fundamente mit Betten, was für mich nicht wirklich vonnöten ist, weil ich einfach im Bett meines Kumpels hier spawnen kann. Ich habe aber hier auch ein, zwei Schlafsäcke sowie einen Kasten. Aber ich habe wieder meinen Otter dabei. Und wenn ich meinen Otter dabei habe, dann brauche ich keinen Kasten. So, jetzt muss ich schon langsam aufpassen, weil hier geht's los.
So, ich schalte mal sicherheitshalber die Lampe, die Fackel aus. Und zack, zack, zack. Alles wird kaputt. Ganz ruhig. Kommt euch alle. Es wird zwar vielleicht ein bisschen ruckeln und lecken, weil ich da mit diesen ganzen Speeren und Stacheln überall hinballer. Was natürlich zum Rendern eine absolute Katastrophe ist. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. So, da hängt auch, glaube ich, noch eine Spinne. Jupp. Da ist eine Fledermaus. Die habe ich natürlich nicht getroffen. Hallo? Aber jetzt. Und das ist natürlich auch cool. Als Sekundärfähigkeit kann er nicht nur gezielte Schüsse abgeben, so wie hier, sondern er kann einen Spin machen, wo er in alle Richtungen Darts abfeuert. Was natürlich sehr cool ist, wenn man umzingelt ist von Gegnern. Ich glaube, da ist auch noch irgendwas in der Wand. Gehen wir einfach mal vor, wenn da was aus der Wand rauskommt. Da war doch eine Spinne. Ich mach so. Gut. Einfach zu merken, sobald man beim ersten Laberstrom ankommt, killt man alles, was von rechts kommt. Genau, man killt alles, was von rechts kommt, geht aber dann links. Ich mache jetzt mal sicherheitshalber die Fackel an, weil jetzt wird schon langsam dunkel. Hier über diese Brücke drüber, wobei es eigentlich keine Brücke ist, denn links ist Lava, das wäre tödlich, rechts ist ein ganz normaler Abgang, da könnte man auch gehen. Ich gehe aber gerne immer da links. Jetzt hat's mich gerissen. Du Sau. Das geht einmal gar nicht. Das nicht so schrecken. Denk an mein Herz. So. Wir waren natürlich so clever und haben aktiviert Bauen in Höhlen erlaubt. Deswegen haben wir uns hier überall, wo es kritisch ist, so Brücken gebaut. Damit ja nichts passieren kann, denn wir sind teilweise auch mit Raptoren hier reinkommen und die Raptoren ruckeln und zuckeln in den Höhlen so sehr, dass man da gerne mal einfach von dem dünnen, schmalen Pfad runterfällt und in der Lava landet. Was natürlich katastrophal ist, wenn man Ausrüstung dabei hat wie ich, denn die kriegt man nicht mehr zurück. Da gibt es leider nichts, was einen retten kann. Jetzt haben wir gerade 1900 Schaden gemacht, also Headshot oder was. So. Dann werden wir jetzt natürlich mal anfangen, ein bisschen die Gegner wegzusnipen. Das war auch ein Headshot, glaube ich. Ja, was beim Velanosaurus auf jeden Fall ein Muss ist, ist Ausdauerleveln. Denn diese Angriffe gehen alle auf Ausdauer. Ich sehe da was flattern. Ja, genau du. Nichts. Ja, Spinne, du hüpf ruhig rein in den Tod, in die Lava. Ich will nur schauen, ob es den trifft.
Nein, aber da, du kommst. Genau. Perfekt. Jetzt gehen wir hier um die Kurve. Ein Dillo. Was ist denn das für ein Dillo, bitte? Da haben wir wieder ein paar Fledermäuse. Die alle sterben wollen. Stirb, Fledermaus. Du auch. Sehr gut. Also der Velonasaurus ist echt sehr Geld wert. Na kommt her, machen wir das. So, du komm auch. Oh no, jetzt bin ich krank natürlich. Jetzt heile ich mich sicherheitshalber. Heilung ist da und dazu noch einen normalen Heiltrank hinterher. Das Problem ist halt immer, wenn ich LB drücke, um eins aus den Schnellleisten von der rechten Seite auszuwählen, geht der Haberer in den Zielmodus, was ein bisschen verwirrend sein kann, aber ja, braucht sich nur ein bisschen dran gewöhnen und die Sache ist erledigt. Skorpion stirbt. Ach, so, ich hab's gejuckt. Jetzt gehen wir da weiter. Wir müssen dann rechts Richtung Artefakt. Ich möchte aber hier nur links noch auf die Schnelle. Etwas töten. Hier ist auch noch was hinter der Wand. Ich sehe es ganz genau. Eine Spinne. Okay, du kannst ruhig hinter der Wand. Oh. Wollte gerade sagen, die Spinne kann ruhig hinter der Wand bleiben. So, wir gehen jetzt. Das heißt, alle tot. Wir gehen jetzt hier rechts durch die Kristalle durch. Kommen zum nächsten Plateau, was wir uns aufgebaut haben. Ich sage nochmal Danke an den Hupsi, dass er das gemacht hat. Denn hier drüber kommen, ohne diesen Plateau, ist mit Sauriern eine absolute Qual, wenn nicht sogar fast unmöglich. Jetzt gehen wir hier in der Lava entlang. Okay, da drüben ist viel, hier ist auch viel. Ich würde mal das alles wegknallen. Zack, zack. Ja, schaut gut aus. So, jetzt nutzen wir wieder hier unsere legendäre Brücke. Knallen alles da drüben weg. Genauso wie euch da oben. Fliegt da noch was? Ja, da fliegt noch was. Da kommt einiges. Okay, die war sogar vergiftet. Bin ich froh, dass noch mein Gegenmittel haltet. Sonst hätte ich jetzt wieder die Seuche. Aber so ist natürlich nichts passiert. Hoppala, da ist ja noch was. Hallo? Du bitte auch tot. Du bist auch tot. Danke. Ja, wo kommst du her? Wo kommst du her? Fallen einfach aus dem Himmel. Ja, natürlich. Oh, Spinnen. Jetzt kommt da ein Dillo, der hupft freiwillig in die Lava. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, jetzt haben wir da drüben noch einiges. Also man kann das Ganze alles natürlich mit normalen Tieren wie Raptoren, Direwolf oder dergleichen auch machen. Man kann es natürlich auch zu Fuß machen, wenn man ganz, ganz mutig ist. Nur erfahrungstechnisch weiß ich leider einfach schon, dass das meistens in die Hose geht und gar nicht so einfach ist. Und Ark macht es uns ja eh schon von Haus aus so schwer. Wieso sollen wir uns dann noch quälen? Deswegen nutze ich natürlich die coolsten Dinos, die ich habe.
Und in diesem Fall ist es mein Belonasaurus. Und ja, ich würde sagen, das schaut relativ sicher aus. Ich brauche nicht einmal mein Zelt, weil meine Ausrüstung bzw. meine überragende Ghillie-Rüstung hier sensationell funktioniert vom Isolationswert. Fackel kann ich eigentlich auch abschalten, weil die brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe noch ein bisschen Panik, wenn ich jetzt absteige. Okay. Schaut sicher aus. Das heißt, ich werde jetzt hier mal kurz meinen Otter parken. Nein, ich will keine Steine aufheben. Ich will keine Steine aufheben. Genau. Otter, nein! Nein, Otter, nein! Warum bist denn du immer so brutal? Ich muss gleich alles auffressen. Haust mal bitte alles weg. So, ich nehme dir auch gleich wieder deinen Hut weg. Damit du einfach mehr Gewicht tragen kannst. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal Artefakt Nummer 1. Gib's dir ins Inventar, wenn ich jetzt reinkommen würde. Zack. Artefakt Nummer 2. Hier ebenfalls wieder ins Inventar. Jetzt hebe ich den blöden Stein auf, damit man nicht am Nerv geht. Und jetzt heißt es im Endeffekt einfach wieder warten, bis dieses Artefakt auftaucht. Das dauert jetzt leider wieder kurz 10 Minuten. Aber bei den letzten zwei Male habe ich mir insgesamt 8 Artefakte mitnehmen können, sprich 7 Mal im Otter. Mit 35 Kilo, also 38 Kilo, gingen sich 7 Artefakte aus. Dafür musste ich ihn aber jedes Mal seinen Helm wegnehmen, weil der wiegt selbst 4 Kilo. Und ich konnte dann das 8. Artefakt tragen. Das heißt, ich habe so in jeder Höhle in etwa eine Stunde verbracht. Und das möchte ich euch einfach nicht antun. Deswegen werde ich mich jetzt wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es war hilfreich. Und ja, ihr habt gesehen, wie man diese Höhle eigentlich relativ einfach meistern kann. Natürlich, wenn man das richtige Equipment und den richtigen Dino hat. Sprich, meinen Belonasaurus. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, immer den Otter mitnehmen. Immer den Otter mitnehmen. Ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.